Ihr wollt ein Bestandshaus kaufen? Doch was kommt da auf euch zu? Hier ist unsere Checkliste. Der erste wichtige Punkt sind eure Wünsche und euer Budget. Und einen Wunsch habe ich auch, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da. Aber wieder zurück zur Immobilie. Werdet euch auf jeden Fall klar, was ihr unbedingt haben möchtet und was vielleicht nur nice to have wäre. Wie viele Zimmer wollt ihr zum Beispiel haben? Möchtet ihr einen Garten, einen Hobbyraum, eine Garage? Wie soll euer Haus aufgeteilt werden? All diese Fragen solltet ihr euch stellen. Denn je genauer die Vorstellung von eurem Wunschhaus ist, desto einfacher ist später auch die Suche. Aber seid unbedingt flexibel, denn vielleicht gibt es euer absolutes Traumhaus nicht auf dem Markt. Und bezahlbar muss das Haus natürlich auch noch sein und damit kommen wir zu eurem Budget. Und hier ist unser ganz klarer Tipp, kontaktiert die Finanzierungsexpertinnen und Experten von Hüttich und Rompf. Die erstellen euch nämlich ein Finanzierungszertifikat. Das ist quasi ein Vorabcheck eurer Bonität und dann wisst ihr auch genau, wie viel Haus ihr euch leisten könnt und was das Haus kosten darf. Alles zum Finanzierungszertifikat findet ihr übrigens auch in einem Extra-Video von uns. Klickt mal hier oben vorbei. Unterschätzt auf keinen Fall diesen Vorteil des Finanzierungszertifikats, denn dem Verkäufer zeigt das, dass ihr euch das Objekt auf jeden Fall leisten könnt. Thema Budget haben wir damit erstmal abgehakt und jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt kommt die Besichtigung. Ans Eingemachte. Bereitet euch auf jeden Fall gut auf die Besichtigung vor, schreibt euch Fragen auf, die ihr stellen wollt und macht euch vielleicht schon mal schlau über die Umgebung. Wie sieht's aus mit Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und generell der Infrastruktur in dem Ort? Macht auf jeden Fall viele Fotos vor Ort und noch ein Tipp, schaut euch die Immobilie zu verschiedenen Wochen- und Tageszeiten an. Und nach der Besichtigung könnt ihr beim Amtsgericht einen Blick ins Grundbuch werfen. Natürlich nur, sofern der Eigentümer zustimmt. Wenn alles klar ist und ihr happy seid mit eurem Haus, dann geht's an Punkt Nummer 3, die Finanzierung. Hier habt ihr ja mit dem Finanzierungszertifikat schon einen großen Teil der Arbeit hinter euch. Falls ihr das nicht habt, dann helfen euch natürlich trotzdem die Expertinnen und Experten von Hüttich und Rompf und schöpfen aus einem Pool von 500 Partnerbanken. Und da finden sie auf jeden Fall die passende Finanzierung für euch. So, die Finanzierungsanfrage, die läuft. Dann geht's jetzt um den Notartermin. Kein Hauskauf in Deutschland ohne einen Notar, denn erst der Notar besiegelt mit seiner Beurkundung des Kaufvertrags den Eigentümerwechsel. Kümmert euch also so früh wie möglich um einen Notar eures Vertrauens, denn sobald die Finanzierung steht, könnt ihr direkt einen Termin vereinbaren. Und versucht, alle Änderungswünsche und Unklarheiten im Vorfeld zu klären, damit bei dem Unterschriftentermin alles glatt läuft. Punkt Nummer 5, ihr unterzeichnet den Darlehensvertrag. Ihr habt ein passendes Finanzierungsangebot, alle Modalitäten und offenen Fragen sind mit eurer Finanzierungsberaterin oder eurem Finanzierungsberater geklärt. Dann fehlt nur noch eure Unterschrift unter dem Darlehensvertrag. Das bringt uns zu Punkt Nummer 6 und zum Notar, ihr unterschreibt den Kaufvertrag. Zu diesem Termin sollte alles geklärt sein und mit seiner Beurkundung macht der Notar den Kaufvertrag rechtskräftig. Kaufvertrag und Beurkundung sind abgeschlossen, aber jetzt hat der Notar noch einiges zu tun. Zuallererst informiert er das Finanzamt über den Verkauf. Und das Finanzamt, das legt euch als Käufern dann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vor. Diese bescheinigt, dass ihr die Grunderwerbsteuer gezahlt habt. Und dann könnt ihr als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen werden. Außerdem geht der Notar sicher, dass die Gemeinde, in der eure Immobilie steht, keinen Anspruch auf ihr gesetzliches Vorkaufsrecht erhebt. Dann wird vom Grundbuchamt die Auflassungsvormerkung in Abteilung 2 eingetragen. Damit ist sichergestellt, dass die Immobilie nicht zweimal verkauft wird und ihr der zukünftige Besitzer seid. Eventuell vorhandene Grundschulden und die Grundpfandrechte sind gelöscht oder die benötigten Löschungsbewilligungen von den Gläubigern angefordert. Diese ganzen Begriffe sind mega kompliziert und da kümmert sich natürlich der Notar drum. Wir erklären euch das nur, dass ihr mal wisst, was der im Hintergrund eigentlich so treibt. Weitere Punkte können dazukommen, auf die euch der Notar im Normalfall aber hinweist. In jedem Fall müsst ihr euer Traumhaus erst bezahlen, wenn all diese Bedingungen erfüllt sind. Damit euch das Haus dann auch wirklich gehört, fehlt nur noch Punkt 7, Kaufpreis und Nebenkosten zahlen. Jetzt, wo alles klar ist, wird die Darlehenssumme an den Verkäufer überwiesen. Und jetzt wird auch der Notar und ein eventuell eingeschalteter Makler bezahlt. Der Notar, der meldet den Kauf dem Finanzamt, schließlich müsst ihr noch Grunderwerbsteuer bezahlen. Anschließend veranlasst der Notar die Eintragung im Grundbuch und damit gehört die Immobilie euch. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und vielleicht auch dem schönsten Punkt, der Schlüsselübergabe. Auf diesen Moment habt ihr lange hingefiebert, jetzt erhaltet ihr endlich die Schlüssel vom bisherigen Eigentümer zu eurem Traumhaus. Übrigens, in der Regel vergehen zwischen der ersten Besichtigung und der Besitzübergabe 4 bis 6 Monate. Ihr solltet also genügend Zeit einplanen. Wenn ihr einen Neubau kauft, dann läuft das Ganze etwas anders ab. Hier zahlt ihr nach Baufortschritt. Immer das, was gerade fertig geworden ist. Und so gehört Schritt für Schritt die Immobilie euch. War die Checkliste hilfreich für euch? Habt ihr noch ergänzende Punkte? Schreibt's in die Kommentare und schaut auf jeden Fall das nächste Video hier an. Und lasst uns auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns ganz bald wieder in einem neuen Video. Bis dahin!
Tschüss!